Ja, sehr verehrte meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Kultum zur Buchpräsentation eines ganz, ganz großartigen Werkes Cinema Altera von Becky und Thomas Henke, die gemeinsam mit der Gestalterin Jena Gesse, die wir hier alle sehr herzlich begrüßen, dieses Buch geschrieben, gestaltet, bearbeitet, bis zum Ende gebracht haben. Und es freut uns sehr, dass wir jetzt dieses Buch erschienen im Hatier Ganz Verlag präsentieren dürfen. Das Buch versammelt das Werk von Thomas Henke der letzten Jahrzehnte. Und in diesem Werk hat es auch unterschiedliche Reflexionen gegeben und es wurden Texte und Interviews verfasst von Elisabeth Fritz, Martina Gedeck, Becky Henke, Thomas Henke, Reinhard Höps, Felicitas Hoppe, Justus Jonas, Thomas Kellein, Stefanie Kreuzer, Susanne Neubauer, Thomas Macho, Alfons Melio, Theresia Mora, Miriam Österreich, Johannes Rauchenberger, Reinhard Spieler, Paula von Südhoff, Doren Wohlleben und Reinhold Zwick. Daneben sind auch die Installationsbauten von Lorenz Estermann abgebildet und gleichzeitig ist es auch eine Dokumentation der Schau, die im Kultum im Frühjahr 2023 stattgefunden hat. Wie gesagt, ich freue mich sehr, dass sowohl Thomas Henke als auch Lorenz Estermann als auch Jena Gesse hierher von Bielefeld, von Berlin nach Graz gekommen sind. Ich freue mich sehr, ganz zu Beginn mit der Gestalterin Frau Gesse aus Berlin sprechen zu können, die uns das Konzept dieses Buches kurz nahebringen wird. Es ist ein Konvolut eines unglaublichen Werkes. Jetzt zunächst mal meine erste Frage: Wie sind Sie überhaupt an dieses Material gelangt? Wie ist Thomas Henke an Sie herangetreten? Und wie haben Sie begonnen, als Gestalterin dieses Werk zu strukturieren? Ja. Also Thomas Henke und ich und auch Peggy Henke, wir kennen uns schon sehr lange. Also seit 2010 haben wir, glaube ich, das erste Projekt gemeinsam gemacht. Da war ich gerade mit dem Studium fertig. Also Thomas war so einer meiner ersten Auftraggeber eigentlich. Und wir haben sehr viele Buchprojekte gemeinsam gemacht, also auch Film der Antworten, Liquid Identities, Metaporträts. Also da gibt es einige Bücher. Social Dogma war das erste. Und genau, auch einige Projekte, die nichts mit Büchern zu tun hatten, die mit Websites und digitalen Projekten zu tun hatten. Und ich habe mit der Zeit natürlich auch die Arbeit von Thomas und Peggy Henke sehr gut kennengelernt und wir haben uns auch persönlich sehr gut kennengelernt und ich glaube, man kann schon sagen, dass wir da mittlerweile auch ein sehr eingespieltes Team sind. Also wir verstehen uns sehr schnell, wir haben sehr schnell eine Idee, was der andere meint, welche Vorstellungen man hat und deshalb habe ich mich auch sehr gefreut, weil das ja wirklich so eine Sammlung von 1997 bis heute ist, von Projekten von Thomas und Peggy Henke, dass ich auch dieses Buch gestalten durfte und dass sie mich gefragt haben. Und ja, wir haben uns am Anfang eigentlich direkt zusammengesetzt für mehrere Tage. Und das kann man auch nicht mit jedem Auftraggeber machen, aber da kennen wir uns gut genug und haben einfach besprochen, was das sein könnte, was der Inhalt ist, was die Gedanken dazu sind von den beiden. Und dann habe ich auch wirklich schon angefangen zu gestalten und wir haben es dann immer eine Stunde später oder so schon besprochen. Also da waren wir dann schon wirklich so total im Prozess, auch was die Entwürfe angeht. Und dafür braucht es auch ein großes Vertrauen natürlich zwischen Gestalter und Auftraggebern. Ja, mich hat es ja selbst gewundert, weil ich habe ja das ein bisschen auch mitgekriegt während der Aufbauzeit und während den wunderbaren Veranstaltungen, die wir hier im Kultum auch gemacht haben, während der Ausstellungszeit, dass er gesagt hat,
ja, er arbeitet jetzt schon im Katalog und es ist alles auf Schiene. Und ich dachte, wie kann man ein Lebenswerk jetzt so schnell in dieser Kürze herunterbiegen? Am Ende wurden es dann doch 480 Seiten. Ja. Vielleicht können Sie ein bisschen die Strukturmerkmale dieses von Ihnen gestalteten Werkes uns noch einmal nahebringen. Mhm. Wie mit welchen Leitlinien darf der Leser, der Leserin, die Leserin hier ein Buch zur Hand nehmen? Wie findet er und sie sich zurecht? Mhm. Ich habe eine Präsentation mitgebracht, da steht jetzt Mai 2023. Das heißt, das ist nicht der letzte Stand, sondern das ist eine Präsentation, die wir gemacht hatten für die Verlage, also als wir uns umgeschaut haben, wo das Buch herauskommen soll. Und es ist aber, glaube ich, ganz interessant, weil man so verschiedene Arbeitsschritte sieht. Also zu der Zeit hatten wir nämlich noch zwei ganz unterschiedliche Ideen dazu, was das für ein Buchobjekt werden kann. Und es gab einmal die Idee, dass das was ganz Weiches wird, also so was ganz Geschmeidiges, also sehr umfangreich. Das war ja schnell klar, dass das Buch sehr umfangreich werden würde. Genau, und da hatte ich ein Material entdeckt auf einer Buchmesse, das ich ganz spannend fand als Einbandmaterial, und davon ausgehend war eigentlich so ein bisschen diese Idee. Und die zweite Idee, die wir dann auch weiterverfolgt haben, war eben wirklich so einen Block zu haben. Also wenn man das Buch in der Hand hat, dann hat man ja wirklich so einen Objekt in der Hand, und genau dazu kam es eigentlich, weil in diesen Gesprächen mit Thomas und Peggy fielen solche Wörter wie es ist eigentlich so was ganz Karges und eben auch was Radikales und was Existenzielles, also auch alles Begriffe, die ich mit den Film, mit der filmischen Arbeit verbinden würde. Und ich versuche schon eigentlich immer auch in das Buchobjekt sowas zu übertragen, also dass es so ein Ganzes wird. Und hier ist das eben auch dadurch, dass es kein, das schöne Wort Buchdeckelüberstand, also es gibt keinen Buchdeckelüberstand, das ist alles bündig beschnitten, also man sieht wirklich hier auf die Graupappe des Buchs, und man hat auch direkt, man berührt direkt den Inhalt, wenn man das Buch in der Hand hat, weil es eben diesen Überstand nicht gibt. Also man hat direkt auch den Buchblock. Und dadurch, dass wir so viele schwarze Seiten im Buch haben, auf denen die Bilder stehen, ist das Buch eben auch im Buchschnitt nicht weiß, wie man das normalerweise bei Büchern hat, sondern es ist eben grau. Und uns war es wichtig, dass das Buch wirklich auch so ein Gegenüber ist, weil es geht in Thomas und Peggys Arbeiten eigentlich immer um filmische Porträts. In den Filmen wird man sehr oft direkt angeschaut, und wir wollten eigentlich ein Buchobjekt haben, was man auch wirklich so als Gegenüber begreift, also was schon so eine starke Präsenz hat. Genau. Wenn ich da jetzt weitergehe, also davon sieht man jetzt wahrscheinlich nichts, weil das war alles noch sehr dunkel. Das ist so ein bisschen die Bildwelt. Also wir arbeiten ja zum Großteil mit Filmstills, also mit Bildern, die aus den Filmen direkt stammen. Und die Idee, die dann zu dieser Doppelseite entstanden ist, ist eigentlich, dass die Bilder immer auf der linken Seite stehen, auf schwarz, und der Text immer auf der rechten Seite, auf weiß. Und das war auch ein Wunsch von Thomas und Peggy, dass Text und Bild sehr stark voneinander getrennt sind, also dass es da keine Verschachtelungen gibt, sondern dass beides eigentlich für sich so eine Ebene auch ist, weil die Bilder nicht klassische Belegbilder sind, also wo man im Text sagt, das und das passiert und auf dem Bild sieht man dann genau das, sondern eigentlich begleiten die sich so gegenseitig, aber nehmen nicht so stark Bezug zueinander. Und die Bilder leuchten natürlich auf dem Schwarz auch sehr gut und bekommen ganz viel Halt, dadurch, dass sie auf dieser Fläche stehen. Und beim Text war die Idee, dass der Text wirklich so durchläuft, also dass man so dieses filmische Element, also dieses Durchlaufen des Inhalts
aufgreift und dass es schon unterschiedliche Textebenen gibt, aber dass man eigentlich diesen Ablauf nicht unterbricht. Also dass sowohl auf der linken Seite mit den Bildern als auch auf der rechten eigentlich immer dieser Ablauf weitergeht. Und dann gibt es noch diese Textebene, die haben wir Metatext im Arbeitsprozess genannt. Und das Buch ist so strukturiert, ich kann das gerade noch mal hier vielleicht zeigen. Das sind dann Zitate oder ist das Drehbuchartig? Genau, also das sind Zitate auch aus Filmen, die aber in dem Moment sich eigentlich gar nicht so stark auf den Film beziehen. Thomas kann mich gerne korrigieren, wenn ich das falsch sage, sondern die eigentlich in dem Moment eher allgemeingültig für ein bestimmtes Thema stehen. Und das Buch ist eigentlich wirklich nach den filmischen Projekten strukturiert. Also es gibt Trennseiten, da steht dann Film der Antworten und dann kommen die Texte zu Film der Antworten, dann kommt die nächste Trennseite, dann kommen die Texte zu Sinn oder so. Aber dieser Metatext taucht immer wieder zwischendurch auf. Also es ist eigentlich so ein Thema, das sich so durch das ganze Buch zieht. Und genau da ist es im Layout so, dass also das ist so der klassische Ablauf und dieser Metatext ist eben auf, jetzt muss ich ihn einmal hier finden, auf Seiten, die hellgrau sind und hat einen höheren Zeilenabstand. Und genau, also wir wollten den Text schon deutlich unterscheiden, aber eben auch nicht so stark, dass er diesen Ablauf unterbricht. Also auch da bleiben wir eigentlich immer in dieser Linie. Und was mir auch wichtig war, was ich als Element gerne übernehmen wollte in den filmischen Arbeiten von Thomas und Peggy Henke, passiert es relativ oft, dass das Bild plötzlich verschwindet. Also man sieht eine Person, die spricht und hört sie und dann ist das Bild plötzlich schwarz, also es kommt eine Schwarzblende und der Ton geht aber weiter. Und ich finde das selbst, wenn ich die Filme selbst sehe, immer ganz faszinierend, was in dem Moment passiert, wo das Bild weg ist. Also dass man sich natürlich ganz anders konzentriert auf das, was gesagt wird. Und diese Möglichkeit habe ich eben im Buch auch umgesetzt. Also dadurch, dass man denkt, okay, das habe ich verstanden, auf der linken Seite ist immer ein Bild, aber dann ist auf der linken Seite auch auf einmal nur schwarz. Also eigentlich genau dieser Effekt, den Thomas und Peggy da auch in den Filmen einsetzen. Genau. Ja. Es gibt auch noch eine Zitatebene, das ist die, die so ein bisschen verschachtelter ist, also wo einfach verschiedene Personen reden. Genau, die ist so minimal anders gestaltet, also der Beginn des Satzes ist ein bisschen anders, also ist in einer anderen Schrift. Aber ich habe versucht, wirklich immer nur so ganz, also nur so viel wie nötig eben etwas einzusetzen, damit man sieht, okay, hier beginnt was Neues oder das ist was anderes, aber das eben nicht aus diesem Ablauf herauszulösen. Ja. Ja, wunderbar. Vielen, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Und am Ende gibt es dann auch noch ein paar Abbildungen aus der Schau hier, beziehungsweise auch aus den Veranstaltungen, die wir hier gemeinsam gemacht haben. Und es freut mich eben außerordentlich, dass dieses Werk dann auch bei uns in Zukunft Platz haben wird in unserem Museum und Teil unseres Museums sein wird. Aber darüber werde ich dann mit dem Thomas auch noch sprechen. Und ganz am Ende sind dann auch die einzelnen Filme in Kurzvarianten mit den technischen Angaben beschrieben. Genau, da gibt es nochmal das Werkverzeichnis. Und das ist das Einzige, was wir aus dem Layout stärker rausgelöst haben, weil das einfach wirklich ein anderer Teil ist, also auch anders mit den Bildern und Texten inhaltlich umgegangen wird. Und ja, genau. Vielen herzlichen Dank. Ja, sehr gerne. Frau Gissel, vielen herzlichen Dank. Also Cinema Altera von Peggy und Thomas Henke
im Hatier Kanz Verlag erschienen, ein wunderbarer Ziegel, der ein dichtes Werk in eine Form bringt, wie sie wahrscheinlich zu den schönsten Büchern dann auch zu zählen sein wird. Ich hoffe, dass Sie da auch mitmachen werden bei diesen Einreichungen. Vielen Dank.